Wollt ihr als Immobilienvertreter hier reden? Also ich lasse der FDP gerne den Vorsitz dann. Aber reden wir doch mal über das, was in dieser Stadt stattfindet. Viel Wortgeklingel, aber in Wirklichkeit ist dieser Antrag doch nichts anderes, dass eine Fassade aufgebaut wird. Wir kommen vorwärts, wir setzen uns ab. Und wenn ich mir denn die einzelnen Punkte angucke, städtische Grundstücke werden grundsätzlich im Konzeptverfahren vergeben. Grundsätzlich, dieses Wort kommt überall vor, grundsätzlich oder zumindest wird darauf hingearbeitet im Sinne des Antrags. Und dann noch solche Formulierungen wie ökonomische Kriterien, Schaffung eines Mehrwerts für den Wirtschaftsstandort. Klasse, klasse. Nur ist der Mehrwert... Ja, ihr seid süße Kapitalvertreter, okay. Aber ihr seid nicht sehr wirkungsvoll. Ihr seid nicht sehr wirkungsvoll. Und solange ihr in dieser Koalition seid, kann man davon ausgehen, es wird auch nichts passieren für Bürger und Natur in dieser Stadt. Genau das Gegenteil ist richtig, was die SPD hier ausgesagt hat, wir müssen schneller werden. Ich sage, bleibt so langsam, bleibt bloß so langsam. Ihr zerstört sonst viel zu viel in dieser Stadt. Diese ganzen, ich kann es nicht mehr hören, jedes Jahr mindestens 10-mal die Beteuerung, wir wollen den sozialen Wohnungsbau vorwärts bringen. Ja, was habt ihr denn gebracht? Nichts, nichts. Wir haben praktisch eine Null beim sozialen Wohnungsbau. Und wir haben die über 40.000 Wohnungen, die seit 1990 zerstört worden sind. Aber das kümmert hier niemand. Hauptsache, das Wortgeklingel kommt in der Presse an, das Wortgeklingel kommt bei den Wählern an. In Wirklichkeit kümmert euch das doch gar nicht, wenn die Armen, wenn die Mittelschicht zum Teil, wenn die aus Frankfurt vertrieben wird. Ihr macht eure Politik. Die Linken bemühen sich ja immer noch mit Beispielen, das wird verkauft oder dies wird verkauft, es gibt lange Listen. Mit der FDP braucht man eigentlich gar nicht drüber zu reden, gar nicht zu debattieren. Da ist keine Empathie für diese Menschen da. Und bei den anderen Fraktionen, da ist zwar viel Empfinden wird hier reingebracht, aber tatsächlich in der Praxis geschieht eben nichts. Man muss sich entscheiden, für wen man was macht. Man kann nicht hier sagen, wir wollen ein gutes Investitionsklima und wir wollen für die Bürger mehr Wohnung schaffen. Das schließt sich aus. Investitionen, Förderung privater Unternehmen, die Wohnungen bauen sollen, die werden keine Sozialwohnung bauen. Die bauen Wohnungen für die, die schon genügend haben. Die bauen für Reiche Wohnungen, die bauen für wohlhabende Wohnungen. Die nehmen uns den Bauplatz für Sozialwohnungsbau weg. Und das ist das größte Verbrechen, was mit dieser Politik geschieht. Deswegen brauchen wir die nicht und wir brauchen diese Investitionsförderung nicht. Wir sollen lieber kommunale Kredite aufnehmen und wir sollen Genossenschaften bilden, die der Stadt gehören und die sollen bauen. Es lohnt sich doch sowieso nicht mehr, laut der FDP. Die Zinsen sind doch viel zu hoch. Bauen lohnt sich nicht mehr. Ist doch gut. Denn weg mit den privaten Unternehmen. Die Stadt macht es selber und wir machen wirklich sozial. Und das ist doch der entscheidende Punkt, wenn wir die Spekulation in Frankfurt nicht in den Griff kriegen, mit einer Baupolitik, die weiter den Hochhausplan immer weiter ausweitet, werden wir das nicht in den Griff kriegen, weil der Aufwertungsdruck zu hoch ist. Ist der Aufwertungsdruck zu hoch? Hat die Stadt nicht genügend Geld oder will es nicht haben für Sozialwohnungsbau? Ändert sich sozial gar nichts? Da können ja noch so schöne Reden von Simon oder von anderen gehalten werden. In der Realität ändert sich nichts. Und dieses schöne Erbbaurecht ist denn auch nur eine Krücke, um eine Situation, die schlecht ist, zu etwas weniger schlecht zu machen. Aber wir lösen die Probleme nicht. Was wir wirklich brauchten ist, und da hat die SPD der Anfang der 80er Jahre die klare Linie ausgegeben, die sie heute nicht mehr weiß, Kommunalisierung von Grund und Boden, wie es auch hier an der Universität diskutiert wurde, ist die einzige Möglichkeit, um die Spekulation in den Griff zu kriegen. Das heißt nicht der Gebäude, keine Angst, es geht nur um den Grund und Boden. Aber den muss man kommunalisieren, in welcher Form auch immer. Muss man nicht verstaatlichen, aber man muss irgendeine Vergesellschaftungsform finden, die das stoppt. Wenn die Spekulation nicht gestoppt wird,
Das solltet ihr mal an der Universität nochmal neu studieren. Volkswirtschaftslehre, die fortschrittlich ist. Und solange das nicht passiert, seid ihr zum Scheitern verurteilt. Das ist schlimm für die Menschen, die Wohnung brauchen. Das ist schlimm wie die Menschen, die wenig Geld haben. Ich meine, man kann ja viel an der Linken kritisieren, aber dieser Antrag ist doch glasklar. Die Stadt Frankfurt verkauft keinen städtischen Grund und Boden. Punkt, Schluss. Das ist ein wichtiger Grundsatz. Wenn ihr so eine klare Regel hättet, dann könnte man euch überhaupt ernst nehmen. Das ist wenigstens der Versuch, mit Worten eine Klarheit zu schaffen. Ihr habt eine Realität, die ist schlecht. Dann habt ihr ein Wortgeklingel und ihr seid doch nicht mal sicher, ob ihr das wirklich machen wollt. Und dann kommen die Öffnungsklauseln. Grundsätzlich hier, wir versuchen das hinzukriegen, dass sie das und das machen. Wir versuchen dies hinzukriegen. In Wirklichkeit hat man doch aufgegeben. Und die Politik des alten Planungsdezernenten war doch ein Desaster. Er hat doch den Sozialwohnungsbau nicht in den Griff gekriegt. Nicht, weil er das nicht kann, sondern weil die objektiven Bedingungen so sind und sich keiner rantraut, diese objektiven Bedingungen des Bauens zu ändern. Ihr wollt alles so lassen, wie es ist. Und auf den Gebäude kommt ihr jetzt mit neuen Wortgeklingel, Konzeptverfahren und was weiß ich alles. Und das soll die Lösung, das soll die Heiligsprechung eures Bauens bringen. Ich sage euch, wir sitzen hier nächstes Jahr, übernächstes Jahr und noch übernächstes Jahr und ihr seid keinen Schritt weitergekommen. Ihr müsst wirklich die Macht des privaten Immobilienkapitals brechen und ihr müsst den Grund und Boden in die Hand der Stadt zurücknehmen. Wenn ihr das nicht ohne Wenn und Aber tut, seid ihr zum Scheitern verdammt. Danke.